Ja, hallo und herzliche Grüße, liebe Zuschauer zum JFD Live Trading TV. Heute am Donnerstag, ach, was sage ich, am Mittwoch, den 29. April. Jetzt haben wir es. Und zwar am Nachmittag 14:30 eben. Wir haben hier das Bruttoinlandsprodukt abgewartet. Erwartet wurde ein Plus von 1% nach zuvor 2,2 und die Daten sind enttäuschend. Es ist gerade mal ein Gewinn von 0,2% geworden. US-Bruttoinlandsprodukt dermaßen schlecht enttäuschend, sodass Euro-US-Dollar auch gleich mal auf ein neues Tageshoch rauszieht. Wir sehen es hier in der Gegenüberstellung der Korrelation Euro-US-Dollar und DAX und hier sehr schön zu sehen, wie Euro-US-Dollar blau nach oben anzieht und DAX hier nach unten wegkippt und jetzt hier links den Stundenchart zum DAX. Ich hatte vorhin auch die FTSE-Vektorlogik ja auch schon mal dargestellt, die Analyse dazu, dass, gehen wir kurz hier rein, wenn der DAX es schafft, hier neues Tageshoch zu machen, die Sache ganz bullisch wäre, die statistischen Rahmendaten wunderbar in diesem Kontext, eigentlich ein wahres Fest, aber das neue Tageshoch blieb aus und hier die Tendenz des heutigen Vormittages vom JFD Live Trading TV. Als wir den DAX unter die Lupe nahmen, war ja vielmehr hier diese Konsolidierungszone präferiert, hier diesem Zone, in diesem gelben Rechteck. Und hier der blaue Pfeil nach unten war dennoch das, worauf ich mich jetzt auch stützen würde. Vor dem Hintergrund das, und wir sehen jetzt hier den Bruch dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie seit Mitte April, okay, und wir sind jetzt hier aktuell am Key Level 11.700 Punkte angekommen. Und wenn wir da runtergehen, 11.680 tiefer, dann, meine lieben Zuschauer, rechne ich doch damit, dass wir hier einen stärkeren Rücksetzer sehen beim DAX. Und das dürfte dann, Schrägstrich, könnte heute auch dann noch durch die Fed am Abend zusätzlich befeuert werden, denn das Bruttoinlandsprodukt von plus 0,2% ist deutlich unter den Erwartungen. Und wenn die Fed dann jetzt hier natürlich von einer starken Wirtschaft spricht, kann ich mir das so recht nicht vorstellen. Also die Märkte jetzt hier schon in der Tendenz, dass es durchaus heute Abend Statements in Richtung eines weiteren Zinsaufschubes in Sachen Zinsanhebung geben könnte. Wir sehen das hier ganz klar beim DAX, wie er nach unten kippt und jetzt hier auch deutlich unterhalb des Wochenpivotpunkts hier diese Aufwärtstrendlinie gebrochen. Jetzt genau am Key-Level 11.700 Punkte. Die Tendenz, dass wir hier weitere Verluste sehen, will ich mal nicht ausschließen. Sollte es jetzt hier temporäre Erholungsimpulse geben, dann wären das meines Erachtens Short-Einladungen, die hier den Markt weiter nach unten führen dürften. Das blau gestrichelte Szenario mache jetzt mal am besten direkt blau, weil das wird jetzt für mich hier das präferierte Szenario, wie gesagt. Und hier blauer Strich Fall für den Fall, dass wir nochmal Erholungsimpulse sehen. Dann wären das hier Pullback-Levels, mein lieben Zuschauer. Wenn der DAX hier nochmal hochkommt von 11.700 rund in Richtung 11.770, 11.800, diese Richtung, dann wären das meines Erachtens Short-Einladungen, um im Prinzip hier an einer weiteren Korrekturbewegung nach unten teilzunehmen. Es sieht so aus, als würde der DAX jetzt hier die Konsolidierungszone, die hier seit mehreren Tagen aufgebaut wurde, nach unten verlassen. Daran oder da könnte nur noch ein starkes Comeback über 11.800 Punkte helfen. Der muss jetzt hier rüber über dieses Niveau, um hier wieder bullische Zeichen zu setzen. Da sieht es aus aktueller Einsicht oder Einschätzung heraus keinesfalls danach aus. Also ich rechne eher damit, dass der DAX jetzt hier wirklich sich verabschiedet nach unten und dass im Prinzip jetzt hier die knapp 1% Abschlag, die wir hier aktuell sehen, durchaus noch ausgebaut werden könnten. Ja, also gerade wenn die Amerikaner jetzt auch schwach reinkommen, kannst du noch mal einen oben drauf geben und insofern hier der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch im Stundenchartintervall bestätigt. Hier die Korrekturen der jüngsten Zeit und von Erholung kann man jetzt wahrlich nicht sprechen. Also das Bruttoinlandsprodukt dermaßen enttäuschend, sodass es hier eigentlich dafür spricht, dass der DAX hier eine weitere Korrektur vollzieht und sozusagen im Sinne dessen, dass der Euro jetzt davon profitiert, auch hier weitere Rückschläge einstecken müsste. Wie gesagt, bleibt jetzt eher kritisch. Kurzfristige Erholung scheint für mich jetzt aktuell verkaufenswert. Kann auch direkt weiter runtergehen. Insbesondere wenn wir hier unter das Tief gehen, hier der Kerze vom 23.04., der Vorindikation, ja, 11.672, da sind wir nur noch einen Steinwurf weit weg. Unterhalb dessen kann es hier direkt stringent, und wir sehen es gerade hier, die aktuelle Stundenkerze, die geht hier stark nach unten. Also für mein Dafürhalten ist der DAX jetzt hier definitiv im Verkaufsmodus, in der nächsten Stufe nach unten wegzubrechen. Die Amerikaner haben hier auch die vorbörslichen Indikationen noch nicht ganz so ins Minus gedreht. Das bewegt sich hier zwischen minus 0,25 und minus 0,3%. Das ist nicht ganz so negativ, wie der DAX sich hier gerade darstellt, aber das kann natürlich hier auch noch ganz schnell kippen. Also wenn die Amerikaner schwach reinkommen und dann direkt Verkaufsordern in den Markt strömen, kann es auch beim DAX dann nochmal einen richtigen Schub nach unten gehen. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal im Tagesschart an. Zum DAX.
Ja, das präferierte Szenario nach unten im Zuge dessen, dass wir ja gestern schon den schwachen Tag gesehen hatten. Jetzt wird die Unterstützung 11.700 Punkte nach unten aufgegeben. Das deutet weitere Abgaben an. Das deutet oder spricht dafür, dass wir hier in diese Unterstützungszone zurückfallen, also locker nochmal 300 Punkte nach unten korrigieren könnten. Da würde oder kann jetzt eigentlich nur noch Magic Yellen helfen. Also wenn die Fed-Chefin heute Morgen oder morgen, was sage ich, heute Abend dann doch in ein anderes Rohr bläst und jetzt irgendwas zinstechnisch terminiert schon vorgezogen, was ich mir nicht vorstellen kann. Wenn es dazu kommt, dann könnte der DAX ja sicherlich einen Hype erfahren, aber aktuell wieder neue weiteren Tagestiefs, der rauscht jetzt hier nach unten. Ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig und man sollte sich darauf vorbereiten, auf das, was wir hier schon im Prinzip Mitte April favorisiert hatten. Die Erholungsbewegung hier der letzten Tage, diese Konsolidierungsphase scheint sich, wie gesagt, jetzt nach unten aufzulösen. Die hatte bullischen Charakter, keine Frage. Hier zum Wochenstart sah das alles eigentlich ganz konstruktiv aus, nach dem Motto, aha, die Bullen geben sich nicht geschlagen, aber weit gefehlt. Jetzt deutet doch vieles darauf hin, dass der DAX hier weiter korrigieren dürfte. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen da einen Einblick geben. Wie gesagt, die Marken sind genannt. Jetzt, oh, wieder ein neues Tagestief. Jetzt sieht es direkt so aus, als würden wir direkt abrauchen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei der Sendung. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich freuen. Können Sie bei YouTube liken, wenn das Video hochgeladen ist, oder positives Feedback im Stream geben. Ansonsten freuen Sie sich auf die nächste Live-Schalte. Wir werden wahrscheinlich gegen 16:30 Uhr nochmal die Amerikaner unter die Lupe nehmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Resthandelstag noch und auf bald hier, Christian Kämmerer.